Mal Hand aufs Herz. Meins schlägt, Ihres hoffentlich auch. Und das ist ein großes Glück, das uns meistens nicht bewusst ist. Wie fühlt es sich an, wenn das eigene Herz nicht mehr funktioniert, zu versagen droht? Das hat Daniel Haas erlebt und er wird es uns heute erzählen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, gerne. Und jetzt zeigen wir Ihnen erstmal ein paar Bilder, wie er aussieht. Dieser Schicksalsmoment, auf den Menschen warten, die ein Spenderorgan zum Überleben brauchen. Fast jeder kann nämlich, wenn er stirbt, anderen Menschen das Leben retten. Stillstand ist um 19.31 Uhr. Daniel, wie hat es sich angefühlt, als Sie auf ein Spenderherz gewartet haben? Schwierig, weil man ist halt einerseits in der Situation, das Leben hängt am seidenen Faden. Andererseits muss man halt hoffen, dass irgendjemand leider Gottes stirbt und die Organe zur Verfügung stellt. Was macht man dann? Lenkt man sich ab? Ja, auch schwer. Mhm. Man liegt im Krankenhaus. Ja, man hat dieses Alltagsprogramm im Krankenhaus. Mhm. Man weiß nicht, wann kommt es. Also der psychische Druck ist eigentlich so das Schlimmste an der ganzen Sache. Sie werden uns heute Ihre Geschichte hier erzählen. Jeden Tag sterben 3 Menschen in Deutschland, weil es nicht genügend Organspender gibt. Das ist mein Organspendeausweis, den ich seit 6 Jahren mit mir rumtrage. Aber ich kann auch gut verstehen, wenn jemand das nicht machen möchte, gerade nach den Skandalen in letzter Zeit. Das Thema Organspenden wird schon lange heftig und kontrovers diskutiert. Wird der Organspender zum Ersatzteillager oder Lebensretter? Noch immer sterben viele Menschen, weil nicht rechtzeitig ein Spenderorgan gefunden wird. Organtransplantation, ein unverzichtbarer Teil des Gesundheitssystems, die Entscheidung eine Pflicht? Die Voraussetzung für eine Organspende ist die Feststellung des Hirntods, der unumkehrbare Ausfall aller Hirnfunktionen. Per Gesetz gilt Hirntod gleich Tod. Es könnten also Organe entnommen werden. Durch Maschinen wird die Herz-Kreislauf-Funktion aufrechterhalten, die Organe mit Sauerstoff versorgt. Die Auffassung, Hirntod sei gleichzusetzen mit Tod, teilen aber nicht alle. Mit dem Hirntod sei das Leben nicht zu Ende, sondern es gehe zu Ende. Hirntote seien Lebende im Sterbeprozess. Und sind mit dem Hirntod wirklich alle Empfindungen erloschen? Kann man Schmerzen absolut ausschließen? Eine Narkose ist in Deutschland bei Organentnahme nicht vorgesehen. Hat man keinen Spendeausweis, werden bei einem Hirntod die Angehörigen befragt, ob sie einer Organentnahme im Sinne des Sterbenden zustimmen können. Diese Entscheidung kann zum Trauma werden. Fast unerträglich in einer Situation des Schocks und der Trauer, in einer psychischen Ausnahmesituation, darüber nachzudenken und zu entscheiden. Wie soll man in Ruhe Abschied nehmen? Ist es ein Sterben in Würde? Für Schwerkranke ist es ein Geschenk. Die einzige, die letzte Chance. Viele Deutsche halten Organspende für eine gute Sache. Tatsächlich hat aber nur jeder 5. so einen Organspendeausweis. Und nach den Skandalen an den Transplantationskliniken, erst in Göttingen, Regensburg und München, nun auch in Leipzig, werden das wohl noch weniger werden. Wie ist das bei Ihnen? Schreiben Sie uns auf Facebook, warum Sie Organspender sind oder warum Sie auf gar keinen Fall niemals einer werden wollen. Sie können uns auch gerne unter planet-wissen.de eine Mail schicken. Daniel, inwieweit können Sie verstehen, wenn jemand nicht Organspender sein möchte? Schwierige Frage, weil einerseits weiß man natürlich, dass man Leuten helfen kann mit der Organspende und ich weiß es und ich würde halt auch, ich würde mir wünschen, dass jeder so denkt über das ganze Thema wie ich. Andererseits ist es natürlich, jeder hat seine eigene Meinung und es gibt auch Leute, die halt einfach dagegen sind. Und das kann ich aber auch verstehen, selbst als Betroffener. Ist wirklich eine schwierige Frage, deswegen machen wir ja die Sendung drüber, weil es eben eine Frage ist, die man nicht einfach so beantworten kann, weil sie bei jedem Menschen anders ist. Gleich lernen Sie bei uns noch Frauke Trojan kennen. Als ihre 9 Jahre alte Tochter stirbt, entscheidet sie, ihre Organe freizugeben. Und wie sie mit dieser Entscheidung lebt, das wird sich hier gleich bei uns erzählen. Jetzt freue ich mich erstmal, dass Daniel Haas so gesund vor mir steht, 23 Jahre alt. Das war ja vor 5 Jahren ganz anders. Wie hat das angefangen? Woran haben Sie gemerkt, da stimmt was nicht mit mir?
Ja, die Leistung ist abgefallen, sag ich mal. Ich war damals 14 Jahre alt, ja, Pubertät im Wachstum. Ja, und dann wurde ich ein bisschen krank, zum Doktor gegangen, also zum Hausarzt. Der hat dann gesagt, oh, das stimmt was vielleicht mit dem Herz auch nicht. Zum Kardiologen vorsichtshalber und dann halt eben der Schock, ja, Herzmuskelentzündung. Das Herz hat also nur noch knapp 20% der Leistung gebracht, das normalerweise bringt. Und ja, war dann natürlich ein harter Einschnitt im Leben, von auch, ja, da ich halt eben nur 14 Jahre alt war. Ja. Und dann denkt man natürlich als 14-Jähriger, ja, warum gerade ich? Ja. Ja, wenn ich mir meinen 12-jährigen Sohn angucke, der ist nur am Rumrennen und am Spielen und am Machen und Schule und Freunde, was man halt so macht in dem Alter. Und das war aber erstmal nur so ein bisschen so nicht ganz fit, habe ich es richtig verstanden? Genau, ja. Ja. Und muss man ja erstmal merken. Also ich habe es, ne? Ja, ich habe es eigentlich auch die ganze Zeit nicht aktiv gemerkt. Es war dann eher sowas, ja, ein komisches Gefühl, kalte Hände zum Beispiel, da halt die Durchblutung nicht mehr da war. Und ja, nach der Diagnose hat sich das Leben dann schon schlagartig geändert. Also es war dann kein Sport mehr erlaubt, keine Reisen, Flugzeug ist natürlich auch so gefährlich. Mhm. Und ja, es war schwierig dann, diese 180-Grad-Wende zu schaffen. Also vorher gab es keine Hinweise auf eine Herzerkrankung in Ihrem Leben oder in der Familie? Ja, nee, also auch nee, familiär alles nichts mehr. Mhm. Und mit 14 Jahren, Sie haben es gerade gesagt, hat man da eigentlich auch kein Bewusstsein dafür, ne? Nee, hat Sie das im ersten Moment erschreckt? Herz? Es ist was mit meinem Herzen? Ja, klar. Wir hatten damals einen Urlaub geplant, der musste abgesagt werden, da eben diese Herzdiagnose dazu kam und ja, am Boden zerstört. Ich wusste nicht, wie soll es weitergehen. Kann keinen Sport mehr machen, ja, nicht mal mehr mit dem Fahrrad zur Schule fahren sollte ich. Ja, muss mal einiges umstellen. Ich habe mich aber auch dran gewöhnt. Also man lernt dann doch damit umzugehen, früher oder später. Und das hat dann so eine Zeit lang gebraucht und irgendwann hat dann auch der Schalter in mir umgelegt und gesagt, gut, ich bin jetzt herzkrank und ich muss mich damit irgendwie arrangieren. Das Leben geht weiter. Ja. Am Anfang war es wirklich nur eine Herzmuskelentzündung. Ich sage nur, weil das nicht unbedingt dramatisch ausgehen muss. In Daniels Fall hat das Leben schlagartig verändert. Diese sogenannte Myokarditis trifft viele Menschen und kann tatsächlich auch glimpflich ausgehen. Die Ursachen für eine Herzmuskelentzündung sind in erster Linie normale Erkältungs-, Grippe- oder Durchfallviren, in sehr seltenen Fällen auch Herpes- und Masernviren. Bakterien wie Borrelien, die durch Zecken übertragen werden, oder auch Pilze. Sind die Erreger einmal im Körper, verteilen sie sich über die Blutbahn, gelangen ins Herz und können es angreifen. Die Folge? Die Leistung des entzündeten Herzens nimmt ab. Zum Vergleich, links ein schwaches Herz, rechts ein gesundes. Mitunter eine lebensgefährliche Situation. Erstmal ging es ja dann noch ganz gut, ne, haben Sie gerade gesagt. Aber dann, haben Sie gesagt, habe ich mich damit abgefunden, herzkrank zu sein. Ist das dann schon so ein Moment gewesen, wo Sie mit Ihren Eltern darüber nachgedacht haben, dass vielleicht ein Spenderherz gebraucht wird? Nein, damals noch nicht aktiv. Also es ging mir auch sehr gut zu der Zeit. Habe mich, wie gesagt, damit arrangiert, konnte damit leben. Gut, der Sport musste halt irgendwie zurückgestellt Fußball werden. Fußball war es, glaube ich, ne? Ja, unter anderem auch, ja. Also es war ja, einige Sachen, die ich mich dann aber, man gewöhnt sich natürlich daran. Worauf mussten Sie verzichten? Fußball beispielsweise. Schulsport ist auch sowas. Ja, das ist natürlich, das sind die Klassenkameraden am Rumtoben und ich hatte halt Freistunde in der Zeit. Das ist da am Anfang auch ein bisschen komisch, ne, wenn man dann so da sitzt und eigentlich, früher hat man nicht gern Sport gemacht vielleicht, auf einmal darf man es nicht mehr machen. Ich habe früher auch nicht gern in der Schule, aber wenn man dann nicht darf, ist wieder anders. Ja, ne? Eben, ja. Und wie haben die Freunde reagiert, die Klassenkameraden? Sehr positiv eigentlich. Also die haben mich natürlich auch geschont und wussten auch, was Sache ist. Wurden dann informiert und da gab es eigentlich nie Probleme jetzt in der Schule. Also wenn es dann mal hieß, ja, gehen wir Fußball spielen oder so, dann wussten die schon, ja, den können wir jetzt halt nicht fragen. Und dann wurde ich halt zwar nicht gefragt, aber andererseits habe ich dann halt auch die Antwort umgehen können, Nein zu sagen und dann wieder zu denken, jetzt kann ich wieder nicht spielen und so weiter. Schon frustrierend, ne? Ist frustrierend. So aus dem vollen, im vollen Rennen so ausgebremst, oder? Genau. Mit 14, ne? Ja. Und wann kam das erste Mal das Gespräch mit den Eltern über ein Spenderherz? Wie kam das auf? Es kam so aktiv für mich eigentlich gar nicht auf. Nee. Also ich habe 2 Jahre lang gut damit gelebt, bis dann eben der Totalzusammenbruch kam. Ja. Es war dann der Tag, an dem schlagartig plötzlich für alle klar wurde, dass das normale Leben, das ja trotzdem noch normal war, mit ein bisschen weniger Sport, so nicht mehr weiterlaufen kann. Der Totalzusammenbruch, wie sah der aus? Das war eigentlich eine Sache von einer halben Stunde, Stunde. Ich habe die Wochen vorher schon mal ein bisschen Magenprobleme gehabt, irgendwie ja, Unwohlsein im Bauch. Da denkt man jetzt nicht sofort ans Herz, war dann im Endeffekt so ein Rückstau des Blutes in der Leber.
Und dann innerhalb von einer halben Stunde ging es mir wirklich von normal da sitzen, Fernseh schauen, bis hin zum auf dem Bett liegen, nach Luft schnappen, bis fast zur Bewusstlosigkeit. Und dann wurde auch relativ schnell, hat meine Mutter dann den Notarzt informiert. Mhm. Die kam also dann auch. Keine innerhalb Luft mehr von, bekommen. Ja, und Schwächegefühl, so als ob man halt müde wird, übermüdet ist. Und eigentlich wollte ich nur noch die Augen zumachen, wusste aber natürlich, ich muss irgendwie bei mir bleiben, bis der Notarzt das halt da ist. Sie. Also irgendwie unterbewusst wusste ich es ja. Und hatte dann Glück, dass der Notarzt tatsächlich innerhalb von maximal 10 Minuten da war, mich dann wieder stabilisiert haben und halt in die Klinik gefahren. Ja. Was ist dann dort passiert? Gute Frage. Ich kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern. Also ich war dann in der Klinik angekommen, das ist ein Herzzentrum. Bin noch rumgelaufen, dann wurde wieder einigermaßen aufgepäppelt mit Medikamenten und habe dann da eine Woche verbracht. Ich weiß diese Woche absolut nicht mehr. Ich habe noch Fußball geschaut, war gerade Fußball-WM in Deutschland damals. Aber die Woche ist gerade ausradiert aus meinem Gedächtnis. Ja. Komisches Gefühl, ne? Man war aktiv, man hat mit Leuten geredet. Ja, ist unheimlich. Einfach weg. Ja. Und dann kam eben der totale Zusammenbruch, also der Herzstillstand dann auch im Herzzentrum zum Glück. Glücklicherweise dort. Ja. Ihre Familie hat das alles bei Bewusstsein, bei vollem Bewusstsein miterlebt und mitgemacht. Das war dann der Moment, wo klar wurde, es muss jetzt ganz dringend was passieren. Ein Spenderherz konnte so schnell nicht gefunden werden. Dafür gibt es Wartelisten und immer weniger Spender, als man braucht. Deshalb sollte Daniel ein Kunstherz bekommen. Die Transplantation eines Kunstherzens ist ein lebensgefährlicher Eingriff. Eine Herz-Lungen-Maschine hält den Blutkreislauf in Gang. Nur hochspezialisierte Ärzteteams führen solche Operationen durch. Sie können mehr als 10 Stunden dauern. In einigen Fällen wird dem Patienten das Herz ganz entnommen. Den meisten wird das Kunstherz aber nur als unterstützendes System hinzugefügt. Druckluft treibt es an. Nun soll diese Maschine auch Daniel am Leben halten. Doch sein Körper will nicht mitspielen. Sein Leben hängt am seidenen Faden. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das Bild von sich sehen? Komisches Gefühl. Ja, ganz also ich kannte Sie ja vorher nicht. Mir sind zu Hause fast die Tränen gekommen, wie ich das gesehen habe. Also ich kenne das Bild natürlich. Es war ja an mir dran. Allerdings ist jetzt die Entfernung dahin auch schon wieder so weit von der Zeit her, dass es schon kurz stockt, wenn ich das Bild wieder sehe. Die sehen so dick aus, diese Schläuche, ne? Ja, das sind ungefähr so 10 Cent große Stücke Schläuche, 4 Stück, durch den Brustkorb ans Herz angeschlossen. Ja, und dann wird das Blut quasi aus dem Herz raus, fließt das Blut vom Herz weg in diese Ventrikel, die extern liegen, wird mit Druck versehen und wieder in den Körper reingepumpt. Ja. Wie, es ging Ihnen trotzdem leider nicht richtig gut damit, ne? Warum? Nee, ich hatte einen Herzstillstand dann in dieser Herzklinik, wurde reanimiert noch über eine Stunde an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Dann wurde ich nach Freiburg in die Uniklinik transportiert, wo dann dieser Eingriff mit dem Kunstherz gemacht wurde. Ich glaube auch 12 Stunden OP-Zeit. Und aus diesem Eingriff bin ich halt leider nicht mehr aufgewacht, habe im Koma gelegen für 4 Wochen. Da war dann auch die Frage, wacht er überhaupt wieder auf? Ja? Weil die Reanimation, ja, man wusste nicht, hat er genug Sauerstoff gehabt über die ganze Zeit? Ja. Inwieweit ist das Hirn geschädigt? Und die Prognosen gingen dann sogar bis dahin, er wacht gar nicht mehr auf. Ja. Wenn er aufwacht, bleibt er behindert, kann vielleicht nicht mehr laufen, nicht mehr richtig reden. Und glücklicherweise dann, als schon das Thema aufkam, verlegen wir den Daniel in eine neurologische Klinik, wo Koma-Patienten betreut werden. Bin ich glücklicherweise wieder zu mir gekommen. Das erzählen Sie mir gleich, wie das war. Wie ging es denn, das also wissen Sie ja alles aus Erzählungen von Ihren Eltern, von Ihrer Mutter. Wie ging es denn Ihrer Mutter, als Sie so in Lebensgefahr waren? Ja, also ich glaube, meine Eltern, die haben das natürlich viel intensiver mitgekriegt, auch die ganze Zeit im Koma, diese Frage, was machen wir jetzt mit ihm, wenn er nicht mehr aufwacht. Von dem her, die sind da schon viel mehr sensibilisiert worden für das ganze Thema. Da war dann auch schon die Frage nach einer Organspende. Aber im Koma kann dann auch nicht irgendwie... kann da auch nichts gemacht werden, weil man nicht weiß, wacht er wieder auf dann. Ja? Und, über diese spezielle Situation Koma und was kommt danach, kommt noch was und wie wird es sein, reden wir gleich nochmal. Sie haben gerade schon kurz das Kunstherz erklärt. Das ist ja eigentlich ein unglaubliches technisches Meisterstück. Weltweit tüfteln Wissenschaftler daran, das menschliche Herz zu ersetzen, sodass ein normales Leben möglich ist. Aber davon sind wir in der Tat weit entfernt. Ein Kunstherz ist immer nur eine Übergangslösung, hat Ihnen ja auch erstmal
das Leben gerettet und ist aber eben nur eine Übergangslösung, bis ein Spenderorgan gefunden ist. Wie kompliziert es ist, ein künstliches Herz zu bauen, das zeigt der folgende Beitrag, für den unsere Kollegen vor 3 Jahren 2 Forscher begleitet haben. Es bringt 5 Watt Leistung, einen Druck von 120 mm Quecksilbersäule, das Herz. Nur eine Maschine? Eine verbreitete Vorstellung. Mindestens bei Ingenieuren und erst recht am Deutschen Weltraumzentrum. Lässt sich das menschliche Herz mit seinen 2 ständig pulsierenden Herzkammern einfach so nachkonstruieren? Bereits vor fast 10 Jahren haben sie damit angefangen. Damals hatten die Ingenieure nur eine Art Antriebsmotor für schnelle rhythmische Bewegungen. Doch dieser Antrieb erwies sich als nicht brauchbar, zu anfällig, mit einem zu hohen Energieverbrauch. Mehr Erfolg versprechen sie sich von einem kontinuierlichen Antrieb, der abwechselnd 2 Kammern zusammendrückt, der Pulsschlag des Kunstherzens. Aber auch der braucht Energie. Das gesunde Herz hat es einfacher. Es versorgt sich selbst. Über die Herzkranzgefäße pumpt es Blut und Energie in den Herzmuskel. Etwa 115.000 Mal am Tag. Mit solchen Induktionsschlaufen glauben die Ingenieure, ihr Energieproblem zu lösen. Ein Akkugürtel soll 3 Stunden lang Strom fürs Kunstherz liefern. Aber wird Technik jemals das echte Herz ersetzen können? Den Kreislauf mit Blut versorgen, Blut pumpen können, wie das echte Herz? Die Ingenieure scheinen daran zu glauben. Doch Blut verhält sich anders als andere Flüssigkeiten. Großer Druck zerstört die Blutkörperchen. Fließt Blut dagegen zu langsam, verklumpt es. Die Ingenieure setzen auf bogenförmige Herzkammern. Doch das Blut wird darin unkontrollierbar verwirbelt. An manchen Stellen fließt es sogar rückwärts. Eine neue Pumpkammer entwerfen sie streng nach dem Vorbild der Natur. Sie ist genauso geformt wie bei einem echten Herzen. Und auch die Blutströme fließen wie im echten Herzen. Aber auch damit sind längst nicht alle Probleme gelöst. 70, 80, manchmal 90 Jahre und mehr arbeitet das echte Herz. 3 Milliarden Mal schlägt es im Leben, ohne eine Pause. Form und Oberfläche des Muskels sind optimal ausgelegt für den heiklen Saft Blut. Das Maschinenherz ist davon meilenweit entfernt. Mit Dauertests wollen die Ingenieure zunächst einmal herausfinden, wie lange ihr Kunstherz funktioniert. 2 Jahre sind das Minimum. Auf 5 Jahre und länger hoffen sie. Die Pumpe, der Motor. Eine einfache Maschine ist es jedenfalls nicht, das Herz der Ingenieure. Organspende ist heute unser Thema und mein Gast Daniel Haas hatte genau so ein Kunstherz in seinem Brustkorb. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn Sie so vor mir sitzen. Mhm. Sie haben es schon gerade erzählt, Sie sind dann ins Koma gefallen. Es ging Ihnen schlecht nach dieser Kunstherzeinpflanzung und Sie wussten nicht, keiner wusste, ob Sie wieder aufwachen. Dann gab es aber, weiß ich von Ihnen, so eine Art Zeichen von für Ihre Mutter, dass sie gesagt hat, der will leben, der kommt wieder. Was war das? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also die auf der Intensivstation in Freiburg, ja, die haben meinen Eltern sehr viel erlaubt mitzubringen, auch um es mir einfach irgendwie heimisch zu machen, obwohl ich im Koma lag. Nee, man weiß ja nicht, was die Menschen mitbekommen. Eben, und irgendwann hat meine Mutter dann gedacht, so, der Junge hat lang Gitarre gespielt. Und haben sie einfach mal die Gitarre mit ins Krankenhaus gebracht auf die Intensivstation. Nee, es war so eine Akustikgitarre, so eine klassische. Dann hat meine Mutter die aufs Bett gelegt und jetzt habe ich meine Finger wohl irgendwie nach dem Griff bewegt, an den Seiten rumgespielt, obwohl ich im Koma lag. Und sonst haben sie sich nicht bewegt? Ja, nicht, ja, auch nicht richtig gewollt aktiv. Mhm. Ja. Und dann hat meine Mutter gesagt, halt, der kommt wieder zurück. Also das war dann so ein Zeichen, wo sie gesagt hat, ja, der kommt wieder. Toll, oder? Mhm. Scheint wirklich so gewesen zu sein, dass es irgendwo bei Ihnen angekommen möglicherweise, ist. Möglicherweise, ja, irgendwie die Seiten wieder erkannt. So ein vertrautes Gefühl. Schön. Wie sind Sie aufgewacht?
Woran können Sie sich da erinnern? Also ich kann mich nicht aktiv an den Aufwachprozess erinnern. Weil ein Monat war Koma, 4 Wochen. Ich kann mich da so an, ich glaube, ich kann mich an diesen Aufwachprozess ganz leicht erinnern. Und zwar wurde ich ein paar Mal gefragt von den Pflegern nach meinem Namen, nach meinem Geburtsdatum. Und ich habe halt gesagt, ja, Daniel Haas, 18.12.1989. Und dann waren die immer völlig aus dem Häuschen und sind zu den Kollegen und sind dann wieder gesagt, komm mal her, wir zeigen dir mal was. Und dann haben sie wieder gefragt und ich habe es doch gerade schon gesagt, Daniel Haas und Geburtsdatum nochmal gesagt. Und, also sie waren erst mal verwirrt, warum die das immer wieder fragen. Das war so irgendwie ganz komisch für mich, weil normalerweise wird man nicht 5-mal am Tag nach seinem Namen gefragt. Und dann aber kam so eine Zeit, wo so diese Halluzination kam von dieser großen OP, so dieses Durchgangssyndrom nennt man das. Ja, das war schwer. Da weiß ich nur ganz bruchstückweise aktiv was vom Krankenhaus. Ja, vielleicht auch so eine Schutzfunktion vom Körper, damit man das einfach nicht so aktiv mitkriegt, weil es war ja schon langwieriger Prozess und viele Schmerzen auch, viele Schmerzmittel gekriegt. Ja. Schwierige Zeit, halb da, halb weg, trotzdem vielleicht aber doch auf dem Weg der Besserung. Sie haben vorher schon gesagt, es war Fußball-WM. Man hat mir gesagt, ich habe geguckt, weiß aber nichts davon. Und Sie haben, finde ich ganz toll, auch in der Zeit offenbar Ihren Humor nicht verloren. Sie haben einen Blog geschrieben aus dem Krankenhaus, den Sie da gestartet haben. Und da haben Sie zum Beispiel geschrieben, leider bin ich von der OP nicht mehr aufgewacht und fiel ins Koma. Einen Monat meines Lebens habe ich im Koma verbracht. Wie ich später erfahren habe, wurde Deutschland nicht Weltmeister, aber ich habe eine Riesen-WM verpasst. Ja, das ärgert mich heute noch. Ehrlich? Ja. Ja, das hat man nicht so oft. Ne? Und dieses Internet-Tagebuch hat mein Bruder damals gestartet, um mir einfach eine Beschäftigung zu geben im Krankenhaus, wo ich dann hin und wieder mal meine Gedanken, meine Sorgen auch kundtun kann. Und es sind ganz viele aus dem Bekanntenkreis, die es dann auch wieder weiter erzählt haben. Und ich hatte da so einen kleinen Leserkreis mir aufgebaut im Laufe der Zeit dann. Ja. Sehr toll. Also mir ist Fußball eigentlich ziemlich egal, aber ich wünsche für Sie, hoffe für Sie, dass wir vielleicht nochmal Weltmeister werden, damit Sie das nochmal so richtig miterleben. Was es bedeutet, so ein Kunstherz zu haben, das sehen wir auf dem Foto, das Sie uns mitgebracht haben. Das ist ein Riesenapparat, den man vor sich her schieben muss mit Stromversorgung. Da sehen wir das. Ja. Wie fühlt sich das an? Also das war noch ein sehr kleines Gerät. Ich hatte am Anfang noch ein größeres. Das war so waschmaschinengroß. Oh. Dieses kleinere Gerät wurde dann aus England eingeflogen, hat auch eine Weile gedauert. Damit konnte ich mich dann mehr oder weniger alleine fortbewegen, auch mit diesem kleinen Rollator vorne dran. Und, ist das schwer? Ich war damals, man hat es vielleicht gesehen, ein bisschen sehr abgemagert durchs Koma, natürlich alle Muskeln weg und ich hatte schon meine Probleme damit. Ja. Macht das Geräusche? Das macht so Klackgeräusche, wie so ein... Die ganze Zeit Klack, Klack, metallisches Klack. Klacken, ja. Wie diese, der Pulsschlag. Herzschlag halt, ist der Pulsschlag dann, Und spürt man, hat man einen Puls? Ja, klar. Ja. Das Blut fließt ja weiter. Also im Körper fühlt es sich nicht anders an, nur, klar, durch die Apparaturen, die anderen dran sind. Ne? Ja, das reicht auch. Ja, ne? Ja. Tut das weh? Nein. Also es wurde alle 2-3 Tage wurde es desinfiziert, weil es halt ein riesiger Entzündungsherd ist. Es ist eine offene Wunde, wo die Schläuche reingehen. Deswegen ist es auch keine Dauerlösung, weil halt Entzündungsgefahr besteht. Und das tat dann schon manchmal ein bisschen weh, wenn die da in den Schläuchen rumgefummelt haben. Aber ansonsten habe ich nichts gemerkt. Leider keine Dauerlösung. Sie sagen, es ist ein Kunstherz, funktioniert nur circa 10 Monate. Das heißt, die Zeit läuft. Um weiterzuleben, braucht Daniel ein Spenderherz. Und die sind selten, wie auch andere Organe. Jeden Tag gibt es in Deutschland durchschnittlich 11 Organtransplantationen. Am häufigsten werden Nieren verpflanzt. Im Jahr 2011 waren es insgesamt 2850. Im Schnitt funktioniert das Ersatzorgan 9 Jahre. Manche Menschen haben aber Glück und ihre neue Niere arbeitet viel länger. Bei einer transplantierten Leber lässt sich die Lebensdauer dagegen sehr schlecht festlegen. Sie hängt von der Grunderkrankung und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Empfängers ab. Inzwischen werden rund 1200 Lebern jährlich transplantiert. Die Erfolgsaussichten, dass die Leber im neuen Körper ihre Funktion erfüllt, liegen zwischen 90% und 95%. Trotz allem medizinischen Fortschritt, die Herztransplantation bleibt ein dramatischer Eingriff. Das Risiko ist sehr groß. Auf die Warteliste kommen deshalb nur Patienten, die tatsächlich todkrank sind. 366 Mal, also quasi einmal täglich, wird ein solcher Eingriff in Deutschland durchgeführt. Jeder Vierte überlebt das erste Jahr nach dem schweren Eingriff nicht. Aber geht alles gut, dann erfüllt das Spenderherz im Schnitt etwa 15 Jahre seine Aufgabe.
Wir reden heute über Organspende bei Planet Wissen und wir hatten Sie gebeten, uns zu schreiben, warum Sie oder warum Sie nicht Organspender sind, über Facebook. Und hier sind ein paar Antworten. Moment, baut sich gerade auf. Was halten Sie von Organspenden, hatten wir Sie gefragt. Janine Häschen schreibt, was soll ich mit meinen Organen, wenn ich tot bin? Das muss nicht alles vergammeln. Robin Maximilian Fathersby schreibt, ich bin als Komplettpaket geboren, ich möchte auch so sterben. Und Nancy Weber, ich bin da sehr zwiegespalten, der Tod gehört leider zum Leben dazu. Andererseits weiß ich nicht, wie ich reagieren würde, wenn jemand aus dem Familienkreis betroffen wäre. Daniel, wie fühlt sich das an, wenn man darauf wartet, dass der oder die Richtige stirbt? Ja, großes Problem, weil es muss ja alles passen, Immunsystem, Blutgruppe, Größe, Alter in etwa, wird auch geschaut, dass das passt. Und ja, wenn man dann noch weiß, wie ich habe eine seltene Blutgruppe mit B-Negativ, dann ja, denkt man, Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen kleiner. Ja. Ja, ist schwer. Banges Warten. Eigentlich sind Daniels Chancen auf ein Spenderherz gar nicht so schlecht. Kinder werden bevorzugt behandelt, damals waren sie 14. Und trotzdem stehen Jahr für Jahr rund 1000 Menschen auf der Warteliste für ein Herz, weil sich einfach nicht viele zu einem Spenderausweis durchringen können. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten. Wenn man der Organentnahme zustimmt, was bedeutet das genau? Viele Menschen haben Angst, dass sie bei der Zustimmung zur Organspende vollkommen ausgeweidet werden. Ist das wirklich so? Es kommt darauf an, wie man den Ausweis ausfüllt. Zum einen lässt sich ankreuzen, dass sämtliche Organe für die Transplantation zur Verfügung stehen. Dann wird auch alles verwendet. Man kann aber auch nur bestimmte Organe freigeben. Zum Beispiel die Leber oder nur das Herz. Irritierend, im Ausweis wird die Frage nach Organen und Geweben in einem gestellt. Gewebespende bedeutet, dass außer Nieren oder Herz auch Augenhornhäute, Haut, Knochen, Sehnen sowie Herzklappen und Blutgefäße entnommen werden. Wenn man Gewebe durchstreicht, wird auch kein Gewebe entnommen. Wer die Organ- und Gewebespende für sich einschränken möchte, muss dies genau eintragen, alles per Unterschrift bestätigen und sollte den Ausweis immer bei sich tragen. Sind die Vorschriften für die Feststellung des Hirntodes einheitlich? Die Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes sind im Transplantationsgesetz festgelegt. Demnach wird der Hirntod definiert als Zustand der irreversibel erloschenen Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. Der Hirntod muss immer von zwei Medizinern unabhängig voneinander festgestellt werden. Dies soll sicherstellen, dass der Spender wirklich hirntot ist. Kontrolliert werden zahlreiche Reflexe, wie zum Beispiel die Pupillen, die bei Hirntoten nicht mehr auf Licht ansprechen. Über mindestens 12 Stunden muss wiederholt überprüft werden, ob der Patient tatsächlich nicht mehr eigenständig atmen kann. Das Nulllinien-EEG ist eine weitere apparative Möglichkeit, den Hirntod zu diagnostizieren. Ob mit Apparaten oder ohne Studien zeigen, dass unterschiedliche Diagnostik häufig zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Zudem werden Fälle beschrieben, wonach einem Spender Organe entnommen wurden, obwohl der Hirntod nur durch einen Neurologen festgestellt worden war. Wie häufig das passiert, darüber gibt es keine Untersuchungen. Behindert Organspende den Sterbeprozess? Medizinisch betrachtet, nein. In den meisten Fällen tritt der Tod ein, weil das Herz aufhört zu schlagen. Beim Hirntod fällt zuerst das Atemzentrum aus. Und dann hört das Herz auf zu schlagen. Danach geht alles ganz schnell. Weil kein Blut mehr durch den Körper fließt, entsteht Sauerstoffmangel. Das Gehirn ist das erste Organ, das direkt im Anschluss abstirbt. Der Grund? Nervenzellen brauchen sehr viel Sauerstoff. 10 bis 20 Minuten danach sterben die Zellen des Herzgewebes ab. Im Anschluss die Leber, dann die Lunge. Schließlich setzen die Nieren aus. 24 Stunden später stellen auch Darm und Magen ihre Arbeit ein. Soweit die medizinische Sicht des Sterbens. Viele Menschen sehen den Hirntod als Teil eines andauernden Sterbeprozesses. Dieser würde durch die Organentnahme gestört, da der Mensch biologisch noch nicht tot ist.
Neueste Studien mit bildgebenden Verfahren bestätigen diese Sichtweise. Darüber hinaus gibt es die religiöse Perspektive. Weltweit glauben Milliarden Menschen an einen Übergang von Geist und Seele in ein anderes Sein. Je nach Lehre wird jedoch der Akt des Mitgefühls, den eine Organspende bedeutet, höher bewertet als der Eingriff in den Sterbeprozess. Über die Zweifel beim Thema Organspende möchte ich nun sprechen mit Professor Giovanni Maio. Lange Zeit hat er als Arzt gearbeitet, eine Intensivstation geleitet und hat nun eine Professur für Ethik an der Uni Freiburg. Herzlich willkommen bei uns. Grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Was sagen Sie Menschen, die Angst haben, dass man sie als Organspender nicht in Ruhe sterben lässt? Nun, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man in der Öffentlichkeit schon nicht das Gefühl bekommt, dass man eigentlich spenden müsste und dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man nicht spendet. Ich denke, so wie auch vorhin eine Zuschauerin gesagt hat, sie hat gesagt, das Gesamtpaket auf die Welt kommen und kein Mensch hat natürlich ein Recht darauf, dass diese körperliche Integrität aufgehoben wird. Das heißt, man muss nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn man meint, dass man in dieser leiblichen Einheit dann auch wieder sterben will. Und die Angst, dass man nicht in Ruhe sterben darf, wenn man ja grundsätzlich bereit wäre, wie kann die genommen werden oder ist sie berechtigt? Naja, nun, wir müssen schon die Dinge beim Namen nennen. Natürlich ist die Unumkehrbarkeit des Sterbeprozesses gegeben. Das heißt, wir können nicht annehmen, dass ein Mensch, der für Hirntod erklärt worden ist, dass der wieder quasi sein Gedächtnis wieder bekommt. Nicht? Also dieser Mensch ist natürlich unumkehrbar sterbend, aber dieser Sterbeprozess wird natürlich durch das Vorhaben zu explantieren, ja unterbrochen. Das heißt also, er kann nicht jetzt gleich sterben, sondern wir unterbrechen ihn, um die Organe zu retten. Und könnte einem schon ein bisschen Sorge machen, oder? Ja, aber natürlich. Also ich denke, es ist eben wichtig, dass wir uns darüber im Klaren werden, dass der Mensch, der sagt, ich möchte ein Organ schenken, um jemand anderem zu helfen, dass das eine großherzige Geste ist, die wir auch natürlich auch entsprechend auch, wofür wir dankbar sein müssen, wenn das jemand macht, weil man helfen kann, wie wir auch bei Herrn Haas gesehen haben. Aber gleichzeitig müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass jede Spende natürlich auch mit einem Opfer verbunden ist. Und das Opfer hier in diesem Fall bedeutet ja, dass ich ja in einem Zustand, in dem ich lebendig aussehe, man mich dann zum Spender erklärt. Ja. Das heißt also, dass meine Angehörigen zum Beispiel von mir Abschied nehmen müssen, obwohl ich gar nicht wie ein toter Mensch aussehe. Ja. Denn Hirntod heißt ja nicht, ich bin eine Leiche, sondern das heißt, bewegt sich ja alles noch, atmet noch. Ja, und ich schwitze und ich reagiere und so weiter. Und das ist natürlich ein Problem, dass der Körper selber, der ja Ausdruck der Identität des Menschen ist, dass dieser Körper ganz lebendig aussieht. Ist. Welches sind denn die häufigsten Gründe, sich gegen eine Organspende zu entscheiden? Ja, diese Unsicherheit des Hirntodes ist natürlich ein wichtiger Grund und deswegen müssen wir in der Öffentlichkeit natürlich aufklären. Und ein Mensch kann natürlich sagen, gut, ich nehme das aber in Kauf, weil es mir wichtig ist, anderen zu helfen. Und das finde ich auch sehr schön, wenn man das macht. Nur man muss es wissen, worauf man sich einlässt. Und die andere Sorge ist, was viele Menschen eben zum Ausdruck bringen, dass sie denken, wenn ich jetzt mich erkläre zu spenden, dass dann die Ärzte vielleicht zu früh mich aufgeben. Ich denke, diese Sorge ist absolut unberechtigt. Wir haben das ja im Film auch gesehen, dazu sind die Kriterien viel zu scharf und in unserem System besteht diese Gefahr überhaupt nicht. Ich denke, man muss sich darüber im Klaren sein, dass wenn man spendet, dass das natürlich ein anderes Sterben ist, als wenn man nicht spendet. Und, wie das idealerweise ablaufen könnte, wenn man das so sagen möchte, darüber werden wir gleich weitersprechen. Wer wann ein Spenderorgan bekommt, das bestimmt die Stiftung Eurotransplant über ein Punktesystem. Seit Mitte letzten Jahres herauskam, dass Göttinger Ärzte dieses System manipulierten, um Patienten kränker erscheinen zu lassen, als sie waren, ist das Misstrauen natürlich groß. Eigentlich sieht das neue Transplantationsgesetz deshalb einen unabhängigen Transplantationsbeauftragten vor. Und wie die Kliniken damit umgehen, das zeigt dieser Beitrag. Wir sind auf der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses Duisburg-Nord. Neurochirurg Hilal Yahya und sein Kollege behandeln Koma-Patienten. Der Oberarzt tut alles, ihr Leben zu retten. Yahya ist auch der Transplantationsbeauftragte der Klinik. Er ist dafür zuständig, die Organspende zu organisieren. Für ihn ein Interessenskonflikt? Der Patient ist Patient, solange er nicht hirntot ist. Und wir tun alles, um den Patienten zu retten oder die funktionelle Intaktheit so gut wie möglich sicherzustellen. Das heißt,
der Patient verdient es, wenn er es überleben sollte und wenn er wieder wach werden sollte, in einem möglichst guten Zustand wieder ins Leben zu kommen. Und das hat einfach die höchste Priorität. Punkt. Behandelnder Arzt und Transplantationsbeauftragter an einer Person. Eine schwierige Aufgabe, sagen Medizinexperten. Ich denke schon, dass der behandelnde Arzt eher die Fürsorge betont der Angehörigen, und der Transplantationsbeauftragte muss auch im Blick haben die, Fürsorge für die Organspender. Und das ist offensichtlich ein Interessenkonflikt. Stellen Sie sich vor, es wird in der Öffentlichkeit bekannt, dass Transplantationsbeauftragte nicht primär unterstützen, den mutmaßlichen Willen des Patienten zu ergründen, sondern ganz primär auf Organspende einseitig informieren, vielleicht sogar manipulieren. Das würde der Organspende mittelfristig auch schaden. Genau diesen Konflikt soll das neue Transplantationsgesetz aber verhindern. Was steht zur Aufgabe des Transplantationsbeauftragten drin? Er ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig und unterliegt keinen Weisungen. Kritiker zweifeln daran und fordern eine weitere Gesetzesänderung. Der Beauftragte sei Teil des Organspendesystems und deswegen nicht unabhängig. Eine heikle Situation, wenn es um das Gespräch mit den Angehörigen eines Patienten geht. Denn wenn dieser keinen Spendeausweis hat, muss der Transplantationsbeauftragte den mutmaßlichen Willen seines Patienten in diesem Gespräch herausfinden. Ich meine, der behandelnde Arzt sollte die Angehörigen befragen, und er sollte keine Interessen im Rahmen der Transplantationsmedizin oder auch Aufgaben im Rahmen der Transplantationsmedizin haben. Hilal Yahya führt diese Gespräche mit Angehörigen regelmäßig. Das macht er dann, wenn er den Hirntod eines Patienten diagnostiziert hat. Müssen Angehörige fürchten, dass er zu schnell an die Organe kommen will? Man darf nicht überreden oder überzeugen, dass es besser ist, Organe zu spenden. Bin ich überhaupt kein Freund von, das darf so nicht sein. Der Patient soll auch im Tode der höchste Souverän sein über seinen Körper und über sich selbst. Es ist ein Dilemma. Der Streit wird weitergehen. Fakt ist aber, dass das Vertrauen in das Organspendesystem erschüttert ist. Denn wegen der Skandale in Göttingen und München sind die Spenderzahlen im Zurückgegangen. Ja, und zwar deutlich. Nach den vorläufigen Zahlen der DSO, Deutsche Stiftung Organspende, haben im vergangenen Jahr 1046 Menschen Organe gespendet. 2011 waren es noch über 150 mehr. Den deutlichsten Rückgang gab es in der zweiten Jahreshälfte, als die Manipulationen an mehreren Transplantationszentren bekannt wurden. Professor Mayo, was muss sich aus Ihrer Sicht ändern, damit sich ein Skandal wie in Göttingen oder jüngst in Leipzig nicht wiederholt? Ich denke, vieles ist schon getan. Insofern, als man ja Kommissionen eingerichtet haben, die alles jetzt kontrollieren. Daher gibt es ja auch diese Skandale, die sind aufgedeckt worden durch die neuen Kommissionen, die alles unter Kontrolle nehmen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass die Transplantationsmedizin selbst natürlich nur nach medizinischen Kriterien handelt und dass sie keine Anreize bekommt. Zum Beispiel, je mehr sie operiert, je mehr Transplantationen da sind, desto mehr Geld bekommt sie und so weiter. Ich denke, dass diese ökonomischen Anreize sehr gefährlich sind, weil sie natürlich dann die Ärzte dazu verleiten, so viel wie möglich zu machen. Und dann auch, was geschehen ist, das ist natürlich, da wird kein Arzt das irgendwie rechtfertigen wollen. Das ist natürlich ein Vergehen, und man muss natürlich viel stärker auch Kontrolle ausüben und vielleicht auch die Zentren ein Stück weit reduzieren, damit man das besser im Griff hat. Wenn kein Organspendeausweis vorliegt, müssen die Angehörigen entscheiden, ob die Organe des Toten entnommen werden dürfen, und das ist ja eigentlich eine sehr heikle Situation. Wie müsste der Rahmen sein, damit so ein Gespräch oder diese Entscheidung zufriedenstellend ablaufen kann? Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Ich denke, im Mittelpunkt muss natürlich die Person stehen, die im Zustand des Hirntodes vor uns liegt. Und insofern muss man immer darüber nachdenken, was diese Person selbst für sich erklären würde. Ich denke, man darf nicht den Fehler machen, dass man als Angehörige aus der eigenen Motivation heraus entscheidet, sondern diese Person muss natürlich berücksichtigt werden. Das heißt, wenn man das gar nicht weiß von demjenigen, der da liegt, sollte man eher Nein sagen? Es ist eben wichtig, und insofern finde ich diese Debatten jetzt auch wichtig, dass man zu Lebzeiten vielleicht über diese Themen in der Familie spricht, mit den Partnern spricht, damit man dann auch entsprechend vorbereitet ist. Oder auch einen Ausweis ausfüllt, bei dem man ja auch ankreuzen kann, dass man nicht Spender sein will. Dafür ist der Ausweis auch gedacht. Aber insgesamt ist diese Situation natürlich sehr, sehr schwierig, weil die Angehörigen natürlich andere Sorgen haben. Und es ist Zeitdruck auch noch. Es ist ja meistens wenig Zeit für sowas.
Ja, ja, das ist natürlich die große Herausforderung, dass durch diesen Zeitdruck natürlich dann auch die Gespräche natürlich schon auch schwierig sein können. Nicht? Deswegen möchte man ja mit diesem Gesetz quasi diese Entscheidung vorverlagern, um diese Schwierigkeit der Gespräche dem eben zu begegnen. Nur dieses Vorverlagern, das funktioniert eben nur, wenn man wirklich auch jetzt nicht den Bürgern sozusagen die Organspende zur Bürgerpflicht macht und die Bürger sozusagen mit einem schlechten Gewissen eigentlich eine halbherzige Entscheidung ihn abnötigen möchte. Ich finde das nicht richtig. Ich finde, man darf auch keine Kampagne machen, sondern man muss informieren und aufzeigen, wo auch Unsicherheiten bestehen. Der Hirntod ist eine Unsicherheit, eine ernstzunehmende, über die wir öffentlich sprechen müssen, die man nicht einfach zudecken kann. Und dass wir natürlich einen Körper haben, der als leiblebendig erscheint, obwohl wir ihn für tot erklärt haben, ist eine weitere Schwierigkeit. Ja. Die dürfen wir nicht bagatellisieren. Ist einfach ein ganz schwieriger Moment. Zu dieser Information haben Sie mit Ihrem Besuch bei uns im Studio ja beigetragen. Und eine solche Entscheidung, Organspende ja oder nein, hat Daniel Haas, den Sie heute bei uns in der Sendung kennengelernt haben, das Leben gerettet. Er brauchte dringend ein neues Herz und er wird uns hier gleich seine Geschichte weitererzählen. Organspende ist ein großes, ein wichtiges Thema und wir haben viele Informationen für Sie zusammengestellt. Unter anderem haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten auf unserer Planetwissen-Seite zusammengefasst. Sie finden das unter www.planet-wissen.de. Herzlichen Dank, Professor Mayo, für den Besuch bei uns im Studio. Ich habe zu danken. Und die Fragen, die Sie uns beantwortet haben. Ich freue mich auch, dass Frauke Trojan gleich bei uns im Studio ist. Sie hat nach dem Tod ihrer Tochter ja gesagt. Ihr könnt die Organe meines Kindes entnehmen. Was eine solche Entscheidung bedeutet, darüber möchte ich gleich mit ihr sprechen. Und das ist ihre Geschichte. Sophie war 9, als sie starb. Ihre Mutter, Frauke Trojan, entschloss sich gemeinsam mit der Familie, die Organe ihrer Tochter zu spenden, kurz nachdem bei Sophie der Hirntod festgestellt wurde. Mutter und Tochter hatten vorher darüber gesprochen. Sie wollte das so und deswegen wollten wir diesen Wunsch auch erfüllen. Wir wussten, dass dadurch andere Menschen leben können. Seit dem Tod ihrer Tochter engagiert sich Frauke Trojan als Botschafterin für die Deutsche Stiftung für Organtransplantation. Es war eine richtige Entscheidung, sagt sie heute. Anderen Menschen wurde auf diese Weise ein neues Leben geschenkt. Und Sophie lebt in ihnen weiter. Frau Trojan, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns im Studio sind, um über dieses für Sie ja besonders schwere Thema zu sprechen. Sie haben die Organe Ihrer Tochter freigegeben. Hatten Sie vorher schon mal über das Thema Organspende nachgedacht? Also für mich selber war das jahrelang schon in Planung ist jetzt doof gesagt, aber für mich selbst hatte ich das schon entschieden, dass ich meine eigenen Organe spenden würde. Und mit Sophie habe ich ein Vierteljahr vor ihrem Tod in der Kinderklinik auch über dieses Thema gesprochen. Natürlich nicht mit dem Gedanken daran, dass das meinem Kind so relativ schnell passieren wird. Sophie war ja krank, war deswegen oft in der Klinik, aber es war eigentlich überhaupt nicht abzusehen. Nein, also ihre Krankheit war soweit im Griff. Sie hatte so auf Deutsch gesagt einen Wasserkopf, wurde medizinisch vernünftig versorgt. Und trotz und alledem kam es dann zu einem Hirninfarkt und danach zum Hirntod. Sie wussten aber, dass Sophie das gutheißen würde? Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass sie sehr häufig auch in der Klinik gewesen war, hat sie auch transplantierte Kinder kennengelernt auf den Stationen jeweils. Mhm. Und als sie dann diesen Flyer gesehen hatte von der Deutschen Stiftung Organtransplantation und ich ihr gesagt habe, dass eben in bestimmten Fällen nach dem Tod ein Organ weiter leben kann in einem anderen Menschen und ihm eben noch mehr gute Jahre bringen kann, sagt sie, ja Mama, das finde ich toll, das möchte ich auch. Tolles Kind, 9 Jahren, so eine Entscheidung. Etwas voraus. Ja. Hätten Sie genauso entschieden, wenn Sie das von Ihrer Tochter nicht gewusst hätten? Ich denke, ich hätte mich etwas schwerer damit getan. Mhm. Bei uns war es jetzt so, dass wir die Ärzte angesprochen haben, weil ich das Thema Hirntod sofort mit der Frage nach der Organspende verbunden habe. Mhm. Ich glaube, wenn es anders gelaufen wäre, die Frage selber mir gestellt worden wäre, weiß ich nicht, ob ich so schnell reagiert hätte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich trotzdem so entschieden hätte. Konnten Sie sich richtig verabschieden? Wie war dieser Moment, der ja auch
von Zeitdruck geprägt ist und von, ja. Man ist ja einfach nur traurig und will doch eigentlich lieber seine Ruhe haben, oder? Ja, das ist wohl richtig. Also der klinische Tod wurde am Nachmittag festgestellt von zwei unabhängigen Ärzten. Dort war ich auch mit dabei, sodass ich eben auch ihre Reaktion bzw. Nichtreaktion sehen konnte. Für mich war das sehr wichtig, das mitzuerleben. Und dann hatten wir im Prinzip noch knapp 8 Stunden zusammen, in denen ich noch einmal ganz kurz zu Hause gewesen bin, die restliche Familie versorgt habe und dann bei Sophie geblieben bin. Ich habe sie dann bis zum OP begleitet und bin während der Entnahme auch in der Klinik geblieben. Mhm. Und am nächsten Morgen konnten wir uns als komplette Familie von ihr in der Intensivstation von ihr verabschieden, solange wir wollten. Sie lag dann noch mal in einem Bett und genau, also sie war hatte ein Kleid oder? An, das sie dann eben auch zur Beerdigung tragen sollte. Mhm. Und ja, ein paar Kerzen, ein paar Blümchen. Und wir hatten einen Raum für uns allein und hätten dort, also so lange wie wir wollten, konnten wir dort bleiben. Klingt so, als wäre das für Sie und Ihre Familie zufriedenstellend gewesen, ja, dieser Abschied? Ja, also es war wichtig, danach nochmal Sophie zu sehen für uns alle, weil ja dieser kleine Stück hat gefehlt. Mhm. Wir waren also nicht dabei, als das Herz aufgehört hat zu schlagen. Habe ich aber in dem Augenblick auch nicht so als schlimm empfunden. Mhm. Ganz im Gegenteil, man konnte sich doch ein bisschen anders darauf vorbereiten. Haben Sie Ihre Entscheidung bereut? Niemals, jemals? Nein. Ich habe zwischendurch mal Überlegungen getroffen, weil man natürlich auch das Kontra zur Organspende mitbekommt, ganz normal. Aber für mich persönlich ist es eine Herzensangelegenheit. Sie hat ja mehreren Menschen das Leben geschenkt. Ja, 4 Menschen hat sie das Leben geschenkt, ja. Und eben auch einem gleichaltrigen Jungen. Mhm. Ja. Mein Sohn ist auch 9. Ich bin da, fühle sehr mit, als ich die Bilder gesehen habe. Mhm. Frau Trojan, herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und uns Ihre Geschichte erzählt haben. Okay. Alles Gute für Sie. Danke. Frau Trojan hat die Entscheidung für Organspende nicht bereut, wie sie uns gerade erzählt hat. Sie hat ihr sogar Kraft gegeben. Und wir erzählen Ihnen heute in dieser Sendung ja auch die Geschichte von Daniel, der genau auf so eine positive Entscheidung gehofft hat. Denn nur ein Spenderherz kann sein Leben retten. Und wenn dieses Ja kommt, dann muss es schnell gehen. Wie sind die Abläufe bei einer Organspende? Ein Unfall, eine Hirnblutung. Meist resultieren Organspenden aus einem absoluten Notfall. Zunächst wird alles getan, um den Patienten zu retten. Doch ist der Hirntod festgestellt, tickt die Uhr ab sofort für den Empfänger. Je nach Organ entscheidet sich, wie groß der Zeitdruck ist. Nach 4 Stunden sollte ein Herz transplantiert werden, die Niere nach 24 Stunden. Die Organe müssen so lange wie möglich durchblutet bleiben. Intensivmedizinische Apparate erhalten deshalb Blutkreislauf und Atmung aufrecht. Der Spender wird an die Deutsche Stiftung Organspende, kurz DSO, gemeldet. Die Mitarbeiter der DSO geben die medizinischen Daten weiter an Eurotransplant, von wo aus die Organe verteilt werden. Wer das Organ letztlich bekommt, hängt davon ab, wie krank der Empfänger ist. Auch die Entfernung zwischen Organ und Empfänger ist entscheidend. Damit Spender und Empfänger anonym bleiben, werden sie nur als Nummern bei den Organisationen geführt. Gekühlt und stoßsicher verpackt wird das Organ dann so schnell es geht zum Empfänger transportiert. Und einer dieser Empfänger war Daniel Haas, der jetzt so gesund vor mir steht. Sie brauchten dieses Spenderherz, um zu überleben. Wie groß war der Druck kurz vorher? Das ist dieses Warten. Ja, ich wusste natürlich, dieses Kunstherz kann mich nicht ewig am Leben erhalten, eben aus Grund von Infektionen. 10 Monate maximal war das damals? Ja, ungefähr. Und das heißt, ich habe natürlich immer wieder gehofft, kommt der Anruf, kommt der Arzt rein und sagt, ab in den OP. Es war dann auch so, es ging auf Weihnachten zu, man will dann an Weihnachten vielleicht zu Hause sein. Und dann, ja, es kam immer näher Weihnachten. Und das war so mein Ziel. Der Anruf kam dann interessanterweise an dem ersten Tag, an dem ich wieder heim durfte. Also Juni ging das Ganze los. Im Oktober durfte ich dann einen Tag nach Hause mit diesem ganzen Kunstherz. Da haben wir dann geprobt, wie man das ans Notgerät anschließen könnte, dass genug Akkus da sind, dass genug Netzteile dabei sind, weil das braucht ja Energie. Und ich durfte dann nach Hause, hatte einen schönen Tag. Freunde waren zu Besuch, Kuchen gegessen.
Und ja, dann haben wir am Abend gegen 5:30 rum, 6 wieder gedacht, so jetzt können wir uns dann mal wieder losmachen. Und dann hat aber die Uniklinik zu Hause angerufen, hat gesagt, sie haben ein Herz da, wir sollen sofort wieder zurückkommen. Boah. Und an dem gleichen Tag, dann ging es noch in den OP am Abend. Wie war das? Wie war das Aufwachen nach dieser Transplantation? Es war wieder ein längerer Prozess. Ich bin so langsam zu mir gekommen, auch wieder ein paar Halluzinationen gehabt in diesem Aufwachprozess. Aber es war auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. Meine erste Frage war aber nicht, ob das Herz schlägt, sondern war Durst. Durst. Ja, also es war ganz interessant. Ich bin aufgewacht und für mich war das dann wieder völlig normal. Also ich habe mich da sehr schnell wieder umgewöhnt. Also da war kein Gefühl, dass was fremd ist? Nee, gar nicht, nee. Schmerzen natürlich, der Brustkorb wurde wieder aufgemacht, zum wiederholten Mal dann innerhalb kurzer Zeit. Mhm. Aber das sind alles Dinge, die dann relativ schnell verheilt sind. Wissen Sie, von wem das Herz war? Nee, gar nicht. Ich weiß nicht, woher, weiß nicht, ob Junge oder Mädchen. Am Ultraschall haben die Ärzte dann gesagt, es sieht so aus, als wäre es auch ein jüngeres Herz gewesen, rein von der Klappenfunktion her. Mhm. Aber jetzt kann dann auch jung, kann auch zwischen 15 und 30 sein. Also hätten Sie es wissen wollen? Ich weiß es nicht. Also gute Frage, weil man will da natürlich auch nicht in eine Abhängigkeit geraten zur Spenderfamilie. Von dem her ist es vielleicht besser so. Und man es hat war ja auch alles für Sie gut in dem Moment, habe ich jetzt rausgehört. Richtig, Sie haben sich gut gefühlt. Ja, sehr gut. Hat es dann geklappt mit Weihnachten zu Hause? Ja, hat geklappt. 22. Dezember ging es nach Hause. 22. Dezember. Kurz auf knapp, ja. Das ist ja ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ja. Und Ihr Bruder, von dem Sie auch vorher schon erzählt haben, hat den Blog weitergeführt und hat zu dieser Zeit reingeschrieben, sein Wunsch ist erfüllt, nur sein Ziel ist lange noch nicht erreicht. Weil es war einfach ja, die Frage, wie wird es Ihnen weitergehen mit dem neuen Herzen? Ein fremdes Herz im Brustkorb zu haben, das befremdet schon mal. Denn gerade das Herz steht ja nicht nur für Blutverteilen im Körper, sondern gilt auch als Zentrum unserer Gefühle. Hier soll unsere Seele wohnen. Was also passiert, wenn wir mit einem fremden Herzen aufwachen? Passiert überhaupt was? Ende der 90er Jahre hat die US-Amerikanerin Claire Sylvia mit ihrem Buch Herzensfremd weltweit für Aufsehen gesorgt. Eine junge Tänzerin erhielt Herz und Lunge eines verunglückten Motorradfahrers. Plötzlich hatte sie Lust auf Bier und Fastfood, obwohl sie das bisher nie gemocht hatte. Die Amerikanerin recherchierte und fand heraus, sie hatte Vorlieben und Angewohnheiten ihres Organspenders angenommen. Diese Geschichte hat sich angeblich genauso in den 90er Jahren zugetragen. Auch die Erzählungen eines Australiers sorgten für Aufsehen. Er aß, nachdem ihm ein neues Herz eingepflanzt worden war, nur noch eine bestimmte Chipsorte. Es war die Lieblingssorte des Spenders. Werden Vorlieben der Spender also quasi mittransplantiert? Tatsächlich gibt es die Theorie vom sogenannten zellulären Gedächtnis. Danach besitzt jede Zelle des Körpers ein Erinnerungsvermögen. Ein neues Herz könnte damit durchaus das Verhalten des Empfängers verändern. Und nicht nur Einzelne, sondern sehr viele berichten darüber, dass sie sich mit ihrem neuen Organ vollkommen anders gefühlt hätten. Es gibt auch die These, dass die Empfänger unbewusst die Eigenschaften ihres Lebensretters, soweit er ihnen bekannt ist, übernehmen würden. Quasi aus Dankbarkeit. Beweisen lässt sich das aber nicht. Wissenschaftler gehen stattdessen eher davon aus, dass die oft lebensgefährliche Ausnahmesituation rund um die Transplantation alles verändert. Fakt ist, dass jeder Patient danach Medikamente einnehmen muss, die eine Abstoßung des neuen Organs verhindern sollen. Eine Nebenwirkung kann die Veränderung des Geschmackssinns sein. Die Behauptung, Organempfänger würden Eigenschaften des Spenders übernehmen, ist ein Mythos und damit falsch. Daniel, Sie haben ja auch gerade gesagt, Sie haben sich nicht anders gefühlt, haben das also bestätigt. Die OP liegt jetzt mehr als 5 Jahre zurück. Dieses Herz hat Ihnen ein neues Leben ermöglicht. Wie sieht dieses Leben aus? Ich versuche es mal kurz zu umschreiben. Sehr gesund und aktiv. Also ich mache wieder Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio regelmäßig. Ich war auf Reisen unterwegs und konnte mein Abitur machen mit dem neuen Herzen. Ich war nach der Operation nach 3 Monaten wieder in der Schule. Also es war auch schon was ich während der Kunstzeit... Klingt schnell, oder? 3 Monate? Ja, also, wenn man so zurückdenkt, ist schon krass. Ja. Also noch mit Mundschutz an, dadurch, dass ich, es war Winter, ich darf mich nicht infizieren mit irgendwelchen Krankheiten, Immunsystem ist unterdrückt. Und also das Ziel mit der Schule habe ich dann erreicht. Ich musste nicht mal eine Klasse wiederholen, konnte gleich weitermachen. Habe dann studiert, arbeiten. Wow, klingt perfekt. Und man kann es wirklich kaum glauben, wenn Sie so vor mir stehen, wenn man bedenkt, dass dieser Mann dem Tod wirklich ganz nah war. Aber er holt alles nach, mit neuem Herzen. Hier haben wir ein paar Bilder.
Eine junge Tänzerin erhielt Herz und Lunge eines verunglückten Motorradfahrers. Plötzlich hatte sie Lust auf Bier und Fastfood, obwohl sie das bisher nie gemocht hatte. Die Amerikanerin recherchierte und fand heraus, sie hatte Vorlieben und Angewohnheiten ihres Organspenders angenommen. Kleiner Irrtum, die Bilder haben Sie gerade schon gesehen. Aber jetzt können wir Ihnen noch die Bilder von Daniel zeigen und seinem neuen Leben. Kollegen, ihr sagt einfach, wenn ihr soweit seid, und legt sie uns vor. Mit dem zweiten Herzen beginnt ein neues Leben. Die erste längere Auslandsreise mit 22. Nach England. Die Zeit auf der Intensivstation vergessen. Die USA stehen auf dem Programm. Chicago. Zu Hause warten Band und Bühne. Daniel ist wieder zurück, mitten im Leben. Da kriege ich echt eine Gänsehaut, wenn ich die Bilder sehe, nach der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Was machen Sie für Musik? Alles. Also ich bin nicht eingeschränkt auf irgendeine Richtung. Der Musikgeschmack, weil wir gerade vorhin gesehen haben, hat sich ein bisschen geändert, aber ich denke, das ist jetzt nicht dem Herz geschuldet, sondern einfach, man wird ja auch älter, man verändert sich und ich glaube, ich habe da keine Eigenschaften oder sowas angenommen vom Spender. Musik ist also nicht der Hauptberuf, Sie haben Ihr Studium abgeschlossen, BWL studiert, wie geht es jetzt weiter? Ja, schauen wir mal. ich bin relativ offen für alles. Ich würde auch gerne mal im Ausland arbeiten, längere Zeit. Mhm. Also England hat mich schon sehr fasziniert. Da ist auch gutes Gesundheitssystem. Also da muss man natürlich dann als Transplantierter, hat man das immer im Hinterkopf, kann ich meine Medikamente dahin mitnehmen? Sie müssen regelmäßig Medikamente einnehmen, einfach damit das Herz nicht abgestoßen wird. Zweimal am Tag, immer um 8 nehme ich dann meine Medikamente. Morgens, am Wochenende nehme ich die, schlafe nochmal weiter, wenn ich länger schlafen will. Aber das sind alles Sachen, die man dann gerne in Kauf nimmt auch, für das, was man geboten bekommt dafür. Nehmen Sie nicht als Einschränkung wahr, offenbar. Nee. Wir haben noch einen Facebook-Beitrag zum Thema. Ach, zwei sogar. Thomas die Mörchen schreibt, nach den Skandalen in den Krankenhäusern habe ich meine Meinung geändert. Eine Organspende kommt für mich nicht in Frage. Schade. Vielleicht konnte unsere Sendung da was bewegen. Marianne Förstmann-Herbst schreibt, besitzt seit vielen Jahren einen Spenderausweis. Auch die Skandale in der letzten Zeit beeinflussen mich da nicht. Ich finde es aber wichtig, die Angehörigen zu informieren. Und per E-Mail schreibt Andrea Müller, es ist gar nicht so wichtig, ob ein Mensch sich für oder gegen eine Organspende entscheidet. Viel wichtiger ist, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und eine Entscheidung trifft. Nur so kann man seinen Angehörigen eine fast unzumutbare Entscheidung ersparen. Ich denke, Frau Müller, das ist sehr richtig. Deswegen machen wir ja auch die Sendung, dass man diese Entscheidung bei Lebzeiten trifft, damit man dann nicht den Angehörigen so eine Wahnsinnsentscheidung überlässt. Wie war das für Sie heute, das alles nochmal nachzuerleben bei uns? Ist ja fast 6 Jahre her, ne? Also ich bin selbst immer verwundert, wenn ich dann zurückdenke, 6 Jahre. Oftmals, wenn ich dann überlege, so jetzt habe ich Abitur gemacht oder so, dann muss ich selbst kurz überlegen, war das jetzt mit neuem Herz oder noch mit dem alten? Und dann denke ich, damals war ich dann schon 2 Jahre transplantiert. Dann denke ich, die Zeit geht echt schnell vorbei. Und ist auch gut so, weil ich freue mich über jedes Jahr, was einfach gut läuft, ohne Komplikationen. Prima. Mhm. Mit neuem Herz. Das klingt ganz verrückt, wenn Sie das sagen. Mhm. Mit neuem Herz oder mit altem. Die Ihnen ja beide gute Dienste erwiesen haben und erweisen. Freue mich sehr, dass Sie bei uns im Studio waren. Daniel Haas, herzlichen Dank, dass Sie uns die Geschichte erzählt haben. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Das war Planet Wissen. Und gucken Sie doch noch auf unsere Internetseite für weitergehende Informationen. Die Frage Organspende, ja oder nein. Falls Sie sich die auch stellen, hoffe ich, dass wir Ihnen da vielleicht etwas weiterhelfen konnten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Tschüss. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.